Jeder Bummel durch die nächtliche Stadt führt zwangsläufig selbstverständlich hier vorbei. Ein Haus mit einer heruntergekommenen Fassade. Erst einmal nicht hereinzukommen, gehört zum Zeremoniell. Durch die schmutzigen Scheiben dringt Musik. Amerikaner, Europäer, Asiaten, nicht alle jung, aber dann eben doch alle einmal jung gewesen. Mein New Orleans für Pilger aus aller Welt. Man wirft $2 in einen Korb und ist erst im Vorraum der heiligen Stätte. Die Preservation Hall, die Halle zur Erhaltung des Jazz, sie ist noch nicht einmal so alt. Alt sind nur die meisten, die hier spielen. Es war eine gute Idee vor 25 Jahren, den Veteranen dieser Musik ein Heim, eine Bühne zu geben. Viele der alten Herren, sie waren zwischendurch, als sich der Geschmack vom traditionellen, vom New Orleans-Style fortentwickelte, Kellner, Maler, Hilfsarbeiter gewesen. Gelegentlich mal ein junges Gesicht, das das Durchschnittsalter der Band unter die 80 Jahre drückt. Arjen Kjellin ist Schwede, den die Leidenschaft für den Jazz in sein Mekka zog. Faser Albert am Benjo, 88, nicht ganz, fast so alt wie die Musik, die sein Leben war. Andere, die schon in dieser kargen Halle spielten, der berühmte George Lewis, Sweet Emma Barrett, Big Jim Robinson, sie sind heute schon Geschichte.